Moin Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich habe Ennis. Na Ennis, was hast du erreicht? Hi. Ja, wir sind auf dem Release-Event gewesen in Stralsund und da habe ich den zweiten Platz mit Red Dragon Archfiend gemacht. Oh, okay, dann zeig mal dein Deck. Erstmal noch Shoutouts an meinen Bruder Jack Atlas. Der mir ein paar Kombos gezeigt. Ehrenmann. Um mir dazu verholfen zu gewinnen hinter jeder andere Synchro-Atze. Und ich würde nicht länger rumschnacken, fangen an. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend für alle, die das Deck kennen. Bei Soul Resonator ist es quasi so das Main Combo Piece, also der Main Combo Starter. Muss man auf 3 spielen. Dann 3 Crimson Resonator, das ist ein Extender, wenn man kein Monster auf dem Feld hat. Und der Special 2 aus dem Deck, also das ist komplett broken eigentlich. Man kann den cutten auf 2, aber der enabled halt eine 2-Card Combo, wenn man die anderen Karten nicht sieht. Und deswegen würde ich den auch auf 3 spielen. Als zweite Karte, oder als dritte Karte, Vision Resonator auf 2. Den kann man theoretisch auch auf 3 spielen, weil der die Starter-Spells sucht, wenn man den pitcht. Braucht man aber nicht. Der kann sich auch extenden, wenn man ein Level 5er auf dem Feld hat. Ist eine super Karte, um ins Game reinzukommen, wenn man die anderen Karten nicht sieht. Dann 2 Synchron Resonator. Manche spielen den nur auf 1. Der ist quasi eine Special Summon, wenn wir eine Synchro kontrollieren und der hat den zweiten Effekt, der nicht once per turn ist, dass er, wenn er auf den Grave geht, einen Resonator quasi auf die Hand zurückadden kann. Und der Crimson Resonator enabled es tatsächlich auch, dass man beide rausspecialen kann, weil er nicht sagt, dass man unterschiedliche Namen nutzen muss und dann kann man quasi beide chainen, also 1, 2 und dann kann man sich 2 zurückadden und deswegen muss man den auf 2 spielen und außerdem ist er auch ein Special Target für den Red Rising Dragon im Extra Deck. Ja, dann 3 Bone Archfiend. Ich verstehe nicht, warum die Karte nicht Holo gekommen ist, weil der ist eigentlich komplett krass. Also der sendet quasi einen Fiend Tuner und manipuliert dann seine Stufe entweder ein niedriger oder höher. Und der ist quasi eine One-and-a-Half-Card-Combo, also den kann man einfach specialen, irgendwie den, also nicht irgendwie, sondern einfach den, wo ist er, den hier pitchen, der sucht uns dann den Search-Spell, wir normeln dann den anderen und dann können wir einfach so in die Combo reinkommen. Generell muss man zu dem Deck sagen, dass das sehr, sehr viele Combo, also One-Card-Combos hat und eigentlich super consistent ist. Und dann spielen wir einen besessenen Uber-Loop. Das ist so ein bisschen der Goon im Deck, also der sieht erstmal sehr, sehr awkward aus, aber der ist richtig geil, weil du mit dem halt, der hat zwei Effekte, der eine sagt, du banishst einen Synchro und specials ihn und der andere Effekt ist, du banishst einen Synchro und addest ihn auf die Hand und so macht er halt den Effekt von Dispart halt live, also du hast halt beide Effekte live, einfach nur durch einen Uber-Loop und kannst halt immer wieder deine, die Hot Reds zum Beispiel einfach rausspecialen, indem du die vorher in der Combo wegtributet hast und das ist halt ziemlich geil. Dann selbsterklärend, Resonator Call sucht einfach die Resonator. Crimson Gaia ist die True One-Card-Combo. Der sucht uns eigentlich den Dreier-Starter. Hat einen geilen Book-Effekt, wenn wir mit Dragon Archfiend Monstern battlen. Und wenn, der hat noch einen Effekt, ich weiß den gerade jetzt nicht so. Muss ich erst mal lesen. Genau, wenn ein Monster das Spielfeld verlässt, also irgendein Monster, können wir nur den Red Dragon Archfiend, da war ich mir gerade unsicher, aus dem Graveyard Special. Und dann zur letzten Engine-Karte eine Red Zone. Manche spielen noch Fiendish Chain und Fiendish Golem. Ich finde die Karten tatsächlich nicht ganz so geil. Ich will einfach nicht auf Traps bricken und ich finde, das ist eigentlich so, ja, das reicht aus, einfach die zu haben, die können wir uns suchen und im Zweifel suchen wir uns halt für Follow-up den Crimson Gaia mit dem Spell Trap Searcher. Und diesen Targeting-Pop, wenn wir ein Red Dragon Archfiend-Monster kontrollieren. Und specialt auch ein Banished Dragon Synchro-Monster aus dem Pile und das ist halt auch sehr, sehr geil für Follow-up. Ja, dann für Consistency einfach nochmal 3 Töpfe. Und weil das Deck einfach so viel Non-Engine spielen kann, spielen wir 3 Crossout und ein Court bei und eine ganze Menge Handtraps. Also wir haben jetzt hier 16 Non-Engine-Karten. Man kann tatsächlich die Engine noch ein bisschen runtercutten, dann kannst du auch bis auf 20 gehen. Manche spielen zum Beispiel auch gar keinen Pot, kann man cutten. Ich würde ihn trotzdem spielen. Ist halt krass, wenn man zum Beispiel Full-Combo hat, einfach einen Pot aktiviert und sich einen Crossout sucht und dann der erste Effekt, den man kassiert, ein Droll wäre und man Droll einfach crossouten kann und komplett durchspielen kann. Also es klingt natürlich super clunky und gar nicht worth it, aber glaubt mir, wenn ihr die Combo durchkriegt und dann noch 3 Handtraps dazu habt, dann gewinnt ihr das Game einfach. Ja, dann als Target den einen Wailer und die eine Crow.
Ich habe mich für die beiden entschieden, weil die ziemlich generisch ist und immer noch oft gespielt wird und Diddy Crow aktuell im Format sehr repräsentativ ist, aber ich die nicht so viel spielen wollte, weil die in manchen Matchups halt nicht ganz so krass reinhittet wie die anderen Handtraps. Und deswegen die beiden nur auf 1. Dann 2 Nip und 2 Droll. Kann auch erklären, warum. Also meine Theorie ist halt einfach, erstmal hat das mit den 40 Karten natürlich so hingehauen, so dass ich die beiden halt noch reinpacken kann, aber der Gedanke ist einfach, dass ich nicht auf den bricken will. Ich will auf Karten, ich will Karten in der Hand haben, die live sind, und ich möchte einfach nicht 2 Nips oder 2 Droll auf einmal in der Hand haben. Das bringt mir nichts, weil ich in dem Deck meistens sowieso durch OTKen kann und lieber Starter sehen möchte als zu viele Bricks. Die beiden anderen sind aber noch im Side-Deck für die Matchup, wo die halt übel reinschallern. Ja, und dann die beiden Standard-Staple bei R-Streifen. Dann kommen wir zum Extra-Deck. Das Extra-Deck ist bei Red Dragon Archfiend eigentlich sehr, 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 sehr simpel. Da gibt es nicht viel Abweichung, weil alles, was wir spielen können, alles rote Drachen. Dunkle Drachen Synchromonster sind, weil wir uns tatsächlich genau in das locken. Deswegen 3 Red Rising Dragon. Das ist unser Main-Combo-Piece im Extra-Deck. Den müssen wir eigentlich in jeder Combo-Line benutzen, weil wir keine Monster im Main-Deck haben. Viele spielen deshalb Pistils, um die Combos ohne das Extra-Deck spielen zu können. Der Rebound ein und kann, wie gesagt, sich aus dem Graveyard banishen und dann die 2-1er aus dem Grave reborn. Dann spielen wir einen Kübel, das ist ein Schuss und das ist auch ein Stufe 7er, was ziemlich geil ist, weil in manchen Combo-Lines kommen wir halt, in manchen Combo-Lines müssen wir über einen 7er gehen, um weiter extenden zu können, und dafür ist er halt auch manchmal recht wichtig. Deswegen den banish ich ganz ungern eigentlich, wenn wir irgendwie gehandtrapped werden, dass wir halt noch irgendwie weiterspielen können. Dann einmal den Beals, den guten alten. Das ist quasi der Flexbot in dem Deck. Aber der ist ziemlich geil, weil der halt manchmal schwer zu outen ist. Natürlich läuft Henry rum, das ist jetzt nicht so geil gegen den, aber wenn wir gegen andere Sachen spielen, dann ist der halt sehr, sehr cool. Und wenn wir schon durch alles andere gegangen sind, dann machen wir den einfach. Gegen True Draco ist dann richtig nice. Also 2018 auf jeden Fall. Oder so. Ich meine, in dem Kosmos spielt das Deck ja auch. Ich meine, das ist kein High-End-Elo-Deck. Scarlight ist, finde ich, die einzige Karte, die ich tatsächlich cutten würde. Timeout. Das ist eine Time-Karte, aber das Deck ist halt Win-Hard oder Lose-Hard und eigentlich braucht man den nicht. Das ist echt wirklich, die kann man cutten, meiner Meinung nach. Dann 2 Scar-Red und 2 Red Dragon. Wenn er auf den Grave geht, specialt der den halt. Also, ja, Combo-Extender. Grüße an Jack. Und dann 2. Ja, Grüße an Jack. Und dann 2 Hot Red, unser Main Endboard Boss, kann man schon fast so sagen, neben dem einen Disparter. Den würde ich tatsächlich auf 2 setzen, ich finde den auf 1 ist mir zu wenig. Also die Anzahl an Follow-Up oder die Menge an Follow-Up, die wir im Grave haben, die erlaubt es tatsächlich einfach, in viele dieser Bossmonster einfach auch im Follow-Up-Turn zu gehen, und man braucht eigentlich gar keine Handkarten, um mit dem Deck spielen zu können, und deswegen würde ich in Zukunft 2 Disparter spielen. Und dann für die letzten Monster ein Red Supernova Dragon, den habe ich nicht ein einziges Mal gemacht, weil das sehe ich auch zum ersten Mal, weil die Line meiner Meinung nach zu anfällig ist. Also das stirbt quasi an einer Handtrap, natürlich kann man den unchain, also im Endeffekt endet man dann auf dem und der Trap, kann einmal das komplette gegnerische Board banishen und dann rebound man den mit der Trap und kann das gegnerische Board nochmal banishen. Aber es ist mir halt persönlich zu wenig und ich finde es halt geiler, die Line zu gehen, viele dicke Beater auf dem Board zu haben, und so doof das klingt, manchmal reicht es halt tatsächlich, um das Game zu gewinnen. Und mit der Anzahl an Handtraps sollte man dann auch eigentlich gewinnen. Ja, das Deck hat Probleme Going Second, deswegen habe ich einen ordentlichen Haufen Going Second Karten reingehauen. Vor allem für Backrow, Duster, Lightning Storms und Evenly. Glaube ich, muss man nicht viel zu sagen. Ich habe tatsächlich in dem Deck Dark Ruler gespielt. Der kam auch auf und war auch sehr gut. Man möchte mit dem Deck ungerne Karten abwerfen, die man für andere Plays braucht. Also den Bone Archfiend, den kriegst du ja nur raus, wenn du Karten vom Feld oder von der Hand sendest. Und manchmal braucht man einfach das Material, deswegen ist Droplet einfach nicht ganz so geil in dem Deck. Und deswegen habe ich halt mich für Dark Ruler entschieden. Hat keine Kosten, ist einfach live und immer eine gute Karte. Going First, 3 D-Barrier, glaube ich, muss man nicht zu sagen. Falls wir jetzt nicht unseren Crossout sehen,
oder andere Karten sehen, mit denen wir spielen können, dann skippen wir einfach den gegnerischen Turn und versuchen dann im nächsten Turn zu OTK'en, was mit dem Deck super gut funktioniert. Dann habe ich noch zwei Bestials gespielt. Ich denke, die sind relativ gut im aktuellen Format. Viele laufen auf Tier rum. Hittet natürlich auch andere Decks. Und ich wollte die auch als Crossout-Target drin haben. Und dann noch, wie gesagt, die beiden Droll und Nip. Ja, das ist quasi schon das ganze Deck. Auf jeden Fall, ja, Shoutouts an alle Leute, die mit dabei waren, die supportet haben, mit denen wir hingefahren sind.